Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns in einem Beitrag mal angeschaut, wo man denn heutzutage als Passagier am besten noch Boeing 747 fliegen kann. Denn der Flugzeugtyp, der vor gefühlt 2, 3 Jahrzehnten so in eigentlich jeder internationalen Fluggesellschaft in der Flotte zu finden sein musste, ist heute Auslaufmodell. Allerdings hat die aktuelle Krise da noch mal ganz ordentlich was auf den Kopf gestellt und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich denke mal, ich erzähle niemandem was Neues, haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Auch British Airways wird aufgrund der aktuellen Situation nicht wieder mit ihrer Boeing 747 an den Start gehen. Das ist deswegen sehr spannend, weil diese Fluggesellschaft als jetzt lange Zeit noch größter Passagier-747-Betreiber Europas bzw. größter Passagier-747-Betreiber der Welt die Anlaufstelle war, um als Passagier noch einmal mit einer, in Anführungszeichen, klassischen 747, mit einer 747-400 zu fliegen. Und British Airways stand ja auch bis zuletzt noch voll und ganz hinter diesen Flugzeugtypen. Denn während KLM beispielsweise ihrer 747 schon lange für 2021 das Ablaufdatum gegeben hatte, sprach British Airways zur gleichen Zeit von der 747 als Teil der Flotte bis 2024. Das ist ja schon ein ganz ordentlicher Unterschied. Das wurde 2017, Ende 2017 bekannt gegeben und wurde damals mit vergleichsweise günstigen Treibstoffkosten und der simplen Tatsache, dass man diesen Flugzeugtypen zum aktuellen Zeitpunkt ganz einfach noch wirtschaftlich betreiben kann, begründet. Aber auch KLM hat nicht bis 2021 durchgehalten, denn die haben aufgrund der aktuellen Situation schon jetzt Anfang des Jahres ihre letzte Boeing 747-400 abgegeben. Obwohl das auch nur so halb stimmt, denn wenn man mal ein bisschen auf Flightradar unterwegs ist, dann wird man ziemlich schnell herausfinden, dass KLM zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich doch noch ein paar 747 oder zumindest eine Handvoll 747 in der Luft hat. Und zwar werden die Kombiflugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt teilweise noch als Frachter eingesetzt. Als Passagier kann man aber auch mit einer KLM 747 schon seit Anfang des Jahres nicht mehr fliegen. Aber immerhin kann man diesen Flugzeugtypen von dieser Fluggesellschaft, von außen zumindest, immer noch in Amsterdam beobachten, in Aktionen beobachten. Und bei British Airways war bis zuletzt eigentlich auch für Passagiere die Hoffnung noch sehr, sehr groß, denn als man das damals Ende 2017 mit dem Ablaufdatum 2024 bekannt gegeben hatte, waren in der Flotte der British Airways noch 36 Boeing 747-400 zu finden. Damit war die Fluggesellschaft zu diesem Zeitpunkt größter Passagier-747-Betreiber, größter Betreiber des Typs 747-400. Und durch das ganze Jahr 2021 wollte man laut damaligen Planung mit der Hälfte dieser damaligen Flotte durchgehen, und zwar mit 18 Boeing 747. Im Februar 2024 hätte man dann die letzte 747-400 ausflotten wollen. Als mehr oder weniger sicher galt diese Planung ja aufgrund der immer und immer wieder durch British Airways getätigten Investments in ihre 747-Flotte. Denn zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt, als das bekannt gegeben wurde, Ende 2017, Anfang 2018, hatte man bei British Airways gut die Hälfte der 747-Flotte mit einem modernen Kabineninterieur am Start. Und kurz darauf wurde dann noch ein weiterer Cabin Refurbishment Plan veröffentlicht, in welchem auch weitere 747, nicht alle, aber weitere 747 der British Airways Flotte wieder frisch gemacht werden sollten. Aber auch von außen hatte sich ja schon eine ganze Menge getan. Ihr erinnert euch, das letzte Jahr, das Jahr 2019, war für British Airways Jubiläumsjahr. Da hat man den 100. Geburtstag gefeiert, beziehungsweise nicht unbedingt den 100. Geburtstag der British Airways, sondern den 100. Geburtstag der British Airways mit ihren Vorgängergesellschaften, beziehungsweise eigentlich den 100. Geburtstag der zivilen Luftfahrt in Großbritannien, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall hat man das mit 4 Retro-Lackierungen bei British Airways gefeiert, die durch das Jahr hinweg Stück für Stück dann vorgestellt wurden. Und 3 dieser 4 Retro-Lackierungen findet man auf einer 747-400. Als erstes gab es damals vor mittlerweile mehr als einem Jahr eine 747-400 in den Farben der alten BOAC zu sehen. Als zweites kam dann der A319 mit den alten Farben der BEA. Und dann gab es eben noch 2 weitere 747-400, die in ehemaligen British Airways-Lackierungen gezeigt wurden. Und diese Flugzeuge waren ja jetzt ganz normal bis zur aktuellen Krise im Linienbetrieb der British Airways unterwegs. Und dieses Projekt oder diese Retro-Lackierung trafen in der ganzen Branche auf eine ganze Menge Zustimmung. Das hat den Leuten echt gefallen. Ausgemustert werden sollten diese Flugzeuge laut dem damaligen Ausmusterungsplan oder laut den Informationen, die man bis vor ein paar Wochen noch hatte, 2022 und 2023. Und schon da, als diese Info kam, haben die Leute sich schon gewundert, warum man denn nur so kurz mit diesen besonders lackierten Flugzeugen unterwegs sein wird.
Aber immerhin hätte man dann ein bisschen was davon gehabt. Jetzt sieht die Situation natürlich etwas anders aus. British Airways wird, zumindest wurde das so angekündigt, nicht mehr mit ihrer 747 an den Start gehen. Und zwar mit keiner einzigen. Die Fluggesellschaft wird die gesamte 747-Flotte, bestehend aus aktuell fast 30 Jumbos, stilllegen. Und das quasi von einem Tag auf den nächsten. Und damit gibt man jetzt eine Kapazität von über 9000 Sitzplätzen ab auf der Langstrecke. Auf einen Schlag. Und das nur in Form von im Schnitt etwa 25 Jahre alten Boeing 747-400. Auf der einen Seite ist das natürlich nachvollziehbar. Denn klar, der Flugverkehr hat sich in den letzten Wochen zwar durchaus in einem gewissen Maße erholt. Es ist zwar alles immer noch sehr weit unter dem Level von vor der Krise, aber gerade im Europaverkehr ist in den letzten Wochen eine ganze Menge passiert. Ist aber mittlerweile schon wieder auf so eine Art Plateau angekommen und es ist noch nicht ganz klar, inwiefern das mit, in Anführungszeichen, Wachstum in den nächsten Wochen weitergehen kann. Auf der Langstrecke ist das aber nochmal eine ganz andere Frage und da wird es noch eine ganze Weile dauern. Oder generell muss man sich überhaupt die Frage stellen, ob man es schaffen wird, in 2, 3 Jahren so viele Passagiere in Langstreckenflugzeuge zu bekommen, wie das vor der Krise der Fall war. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade drum, denn gerade im Hinblick auf die Passagier 747 wird es jetzt am Himmel echt ziemlich dünn. Lufthansa ist mittlerweile schon als 747 oder als größter Passagier 747-Betreiber nachgerückt. Allerdings muss man da auch noch auswürfeln, inwiefern das überhaupt Sinn macht, die 747-400 wieder auszukramen, also die in Anführungszeichen klassische 747. Eine finale Entscheidung wurde diesbezüglich zwar noch nicht bekannt gegeben, aber mittelfristig wird auch Lufthansa erst einmal ihre 747-400 nicht mehr einsetzen. Und wirklich verwunderlich wäre es ehrlich gesagt nicht, wenn auch Lufthansa bald in Anführungszeichen nur noch mit ihren 19 im Schnitt nicht einmal 7 Jahre alten 747-8 an den Start gehen wird. Auf der anderen Seite der Erde hat derweil auch die australische Fluggesellschaft Qantas entschieden, dass sie ihre 747, von denen man bis zuletzt noch 6 Stück in der Flotte hatte, von nun an am Boden lassen wird, beziehungsweise die Flugzeuge ausflotten wird. Der letzte 747-Flug von Sydney nach Los Angeles, quasi der 747-Abschiedsflug der Qantas, fand am letzten Mittwoch statt und dabei flog die 747 eine sogenannte Scenic Departure in Sydney. Dabei weicht das Flugzeug von der normalen Abflugroute und vor allem eben auch vom normalen vertikalen Flugprofil, also vom normalen Steigflug ab und wird in geringer Höhe, natürlich alles vorher und nachher und währenddessen in gründlicher Absprache mit den Fluglotsen, über die Stadt oder über irgendwelche Sehenswürdigkeiten geführt. Der Start wird dabei ganz normal durchgeführt, dann wird allerdings nach dem Abheben in wenigen tausend Fuß bereits der Steigflug unterbrochen, beziehungsweise hier im Fall der Qantas 747 war das sogar schon in 1000 Fuß über Grund der Fall. Weniger geht regulatorisch nicht, das sind gerade mal knapp 300 Meter über dem Boden. Und so in dieser Höhe flog die 747 dann über Sydney und südlich von Sydney auch noch über ein Flugzeugmuseum. Und dann wurde die Maschine aufs Meer hinausgeführt, um das Flugzeug dann dort auf die eigentlich geplante Route zu setzen und der Steigflug wurde logischerweise fortgesetzt. Nach gut einer Stunde Flugzeit war das dann mit der normalen Flugroute aber auch schon wieder vorbei, denn dann fing man an mit der 747 das Qantas-Logo, ein Känguru, in den Himmel zu malen. Das dauerte in einer Höhe von knapp 20.000 Fuß nochmal gut 1,5 Stunden extra. Verbraucht natürlich eine ganze Menge Sprit, aber für die 747 kann man das ja mal machen. Und dann ging es weiter nach Los Angeles mit einer mehr oder weniger ganz normalen Flugdurchführung und nach 14 Stunden und 55 Minuten, was für diese Strecke logischerweise ziemlich lang ist, landete die 747 der Qantas dann in Los Angeles. Mit dem Flugzeug auf irgendwelchen besonderen Flügen irgendwas in den Himmel zu malen, nur damit es dann danach auf irgendeiner Flight-Tracking-Plattform cool aussieht, das liegt ja mittlerweile voll im Trend. El Al beispielsweise hatte das zu ihrem 747-Abschied Ende 2019 auch schon getan und hat da eine 747 mit der 747 in den Himmel gemalt. Boeing hat mal einen Dreamliner über der halben USA nachgeflogen und ihr kennt sicherlich alle noch 5 weitere Beispiele. Die letzte Qantas 747, die jetzt eben diesen Abschiedsflug durchgeführt hat, die Maschine mit der Kennung Echo Juliet, eine 747-400ER, das steht dabei für Extended Range, ein Flugzeug, was vor 17 Jahren ausgeliefert wurde. Das Ding ist übrigens mittlerweile von Los Angeles weiter nach Mojave geflogen, dorthin, wo das Flugzeug in naher Zukunft dann verschrottet wird. Einige Zeit zuvor, Anfang Mai, hatte auch Virgin Atlantic bekannt gegeben, dass sie ihre Handvoll Boeing 747 nicht mehr nach der Krise nutzen wird. Und auch Corsair wird das genauso tun, hat die Maschinen mittlerweile ausgeflottet. Und damit räumt sich das Feld so langsam.
Damit hat die aktuelle Krise nicht unbedingt eine neue Flottenplanung bei den ganzen Fluggesellschaften erzwungen, sondern vielmehr die schon bestehenden Planungen deutlich beschleunigt. Im Hintergrund sieht das allerdings so ein bisschen anders aus, denn an diesen über die Jahre geplanten, Stück für Stück immer wieder stattfindenden 747-Ausflottungen hängen natürlich auch noch weitere Pläne, die mit Maintenance, mit Ersatz, also mit Beschaffung von neuen Flugzeugen, aber eben auch mit Arbeitsplätzen zu tun haben. Das wird nun zwangsläufig über den Haufen geworfen, denn nicht nur verlassen die ganzen 747 die Flotten der jeweiligen Fluggesellschaften, mit diesen Flugzeugtypen geht ja auch eine bestimmte Kapazität, um welche die jeweiligen Fluggesellschaften dann schrumpfen werden. Da spielen dann auch so große Namen wie British Airways oder Lufthansa gar nicht mehr unbedingt so eine entscheidende Rolle. Natürlich kann man nicht einfach so betroffene Mitarbeiter aussortieren, weil man sie jetzt nicht mehr benötigt. Das funktioniert so einfach nicht. Aber man wird hier Kompromisse finden müssen. Beispielsweise über Abfindung oder über niedrigeres Gehalt oder wie auch immer. Aber nicht jeder 747-Pilot wird sofort auf einem anderen Muster benötigt und bekommt ein neues Type-Rating. Das wird so definitiv nicht passieren. Kurzarbeit ist zeitlich begrenzt und dazu kommt natürlich auch noch, dass in einem 747-Cockpit bei den genannten Fluggesellschaften meist erfahrenes, wertvoll erfahrenes, aber damit eben leider auch sehr teures Personal sitzt. Das darf man bei der ganzen Sache sicherlich nicht vergessen. Was an der Stelle vielleicht noch ganz interessant ist, während Qantas so richtig dicken Aufriss macht, um ihre 747, ihr Flugzeug zu verabschieden, ist das bei British Airways noch so eine Sache. Das ist ja mit den Abschiedsflügen noch nicht so ganz raus. Stand jetzt wird es tatsächlich keine geben. Ist ja auch immer so ein bisschen dann, naja, man will Mitarbeiter entlassen und Kosten sparen und so weiter. Auf der anderen Seite schickt man dafür sehr viel Geld so ein Flugzeug in 1000 Fuß über halb England. Na, ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ganz schön, mal so 4 747 in Lackierung aus verschiedenen Zeiten der British Airways nebeneinander am Himmel zu sehen. Das hätte ja schon mal was. Und die Flugzeuge sind ja schon entsprechend lackiert. Immerhin umfasst die British Airways 747-Geschichte gut 50 Jahre, also so ziemlich den gesamten Zeitraum, in welchem die 747 am Markt verfügbar ist. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren noch ein paar interessante Infos für euch mit dabei, auch wenn dieses Thema natürlich schon längst wieder durch ist und überhaupt nicht mehr aktuell, aber ich habe es leider nicht vorher geschafft. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.